Notaufnahme der Klinik am Südring. Kurz nach Schichtbeginn wird eine Schwangere für Birgit Maas zum ersten Einsatz. Dass die Juckreizattacken eine Gefahr für das Baby sind, ahnt noch niemand. Ich klagte den starken Juckreiz. Ich meine, hier hinten. Das juckt sein. Ja. Extrem. Also, ganz ruhig. Warten Sie mal, ich mache mal den Kopf da ein bisschen höher. Genau, die Beine hoch. So, wenn geht es so? Weiterhüpfen dürfte. So, das mit dem Jucken lassen wir jetzt. Kratzen. Okay, dann zeigen Sie mal. So, au. Oh. Haben Sie da mit den Nägeln gekratzt oder haben Sie da irgendein Hilfsmittel ja, schon. Genommen? Das ist nachts irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das nicht richtig. Morgen so aufgewacht. Mhm. Und das ist jetzt ganz plötzlich gekommen mit dem Kratzen? Ja. Also mit dem Jucken? Ja. Juckreiz, okay. Also, ich glaube Ihnen, dass dieser Juckreiz ganz extrem ist, aber da kratzen wir besser nicht dran rum. Die Dame wirkte sehr, sehr geschwächt, also sie fühlte sich nicht wohl. Genau konnte man auch nicht sagen, was es war. Erschreckend waren ihre Arme, die doch sehr blutig zerkratzt waren. Sind Sie da denn mit irgendwelchen Stoffen in Berührung gekommen? Also manchmal, gerade hier, so hat man das, wenn man in diese Putzhandschuhe reingeht, die in so einen Schaum, so ein Vlies haben, da reagiert man schon mal allergisch drauf. Da komme ich halt mit verschiedenen Chemikalien in Berührung. Ach so. Du bist jetzt seit 2 Monaten nicht mehr im Dienst. Seit 2 Monaten nicht mehr, also dann kann es davon eigentlich nicht kommen. Jetzt sind Sie ja recht weit in der Schwangerschaft. Hat es denn da bisher Probleme gegeben? Nee, eigentlich nicht. Nee? War alles so ohne pathologischen Befund auch? Mhm. Man muss natürlich da auch immer dran denken, dass es einmal natürlich durch exogene Faktoren, also von außen Faktoren, sind die jetzt irgendwie so eine Allergie verursachen. Das wäre so, das eine wäre, was ich jetzt zuerst vermutet habe, eine Kontaktallergie, ne? Möglicherweise ist aber auch, können es auch Parasiten an der Haut sein. Ne? Ich guck mal Ihre Nägel, die sehen aber gut aus. Nadine, sag mal ehrlich, oder warst du doch arbeiten? Also ich habe nur ein paar Mal, aber halt. Was haben wir abgesprochen? Ja, ich weiß. Aber du solltest doch zu Hause bleiben, Mensch. Ja, ich weiß, aber wir brauchen doch das Geld auch. Ich hab dir schon mal gesagt, wenn irgendwas ist, wende dich bitte an mich. Ich kann dir doch auch helfen. Jetzt guck. Mensch. Das Leben hier drin geht vor. Die Patientin, die ja jetzt doch schon fortgeschritten schwanger war, hatte wohl ihrer Mutter und auch ihrem Mann gesagt, sie würde nicht mehr arbeiten gehen. Das wäre ja jetzt auch vernünftig gewesen. Nicht umsonst gibt es ja das Mutterschutzgesetz. Daher muss sich natürlich jeder Arbeitgeber dran halten. Die Patientin selber war jetzt selbstständig, hat es deswegen selber in der Hand gehabt und hat sich da doch ein bisschen von den Anforderungen ihrer Kunden leiten lassen, denn sie wollten sich unbedingt von ihr behandeln lassen. Zudem gab es wohl in der Familie auch einen finanziellen Engpass. Und das waren halt die ganzen Gründe, warum sie das nicht so ganz ernst genommen hat und dann doch einfach weitergearbeitet hat. Also es kann an verschiedenen Faktoren liegen. Ne? Einmal kann es natürlich sein, dass irgendein Stoff draufkommt, ist gut. Man muss schon wissen, dass also diese Produkte im Friseurladen, die sind natürlich schon plazentagängig. Das heißt, wenn man sie selber jetzt irgendwie aufnimmt oder so, dann gehen die natürlich auch an das Kind. Das heißt, die checken jetzt aber noch gleich das Blut. Ja. Genau. Mhm. Das ist mein erstes Enkelkind, also da darf absolut gar nichts passieren. Wir werden uns die allergrößte Mühe geben, damit das auch nicht passiert. Wann waren Sie das letzte Mal beim Frauenarzt? Letzte Woche. Ich guck mal gerade. Kindsbewegungen spüren Sie aber? Ja. Oh ja, ich auch gerade. Ja, okay. Einfach das so lassen? Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wir nehmen jetzt einmal Blut ab, ne, dass wir da gucken, ob alles in Ordnung ist. Was brauchst du labormäßig? Machen wir ein großes Labor. Okay. Ne? Kein nichts Spezielles. Nö. Da haben wir erstmal ein großes Labor. Aber man muss halt immer jetzt wirklich an auch eine Schwangerschaftsvergiftung, sagt man in Anführungsstrichen, denken. Ne? Es ist natürlich nicht wirklich eine Vergiftung. Das HELLP-Syndrom ist eine spezielle Form der Schwangerschaftsgestose, also Schwangerschaftsvergiftung in Anführungsstrichen, denn es ist keine wirkliche Vergiftung. Es kann zu starken Oberbauchbeschwerden führen. Die Blutgerinnung ist herabgesetzt. Deswegen kann es auch zu Blutungen unter der Geburt führen, unbehandelt. Es ist wirklich lebensgefährlich, sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Also ich muss Ihnen jetzt was sagen und die Aufnahme geben. Ich hatte auch dieses HELLP-Syndrom, also im Prinzip eine Schwangerschaftsvergiftung. Genau. Und da wäre ich beinahe dran gestorben. Ich wäre beinahe dran verblutet. Und wieso, woher kommt das? Ja, Sie müssen einfach überlegen, das ist eine Mordsbelastung für den Körper. Ne? Das passiert schon mal. Aber ich meine, wenn Sie jetzt natürlich die genetische Disposition schon haben, ne, dann...
Die Mutter der Patientin, also die zukünftige Oma, ist natürlich jetzt unheimlich geschockt gewesen. Sie sieht ihre leidende Tochter dort liegen. Erstmal wussten wir ja gar nicht, was los ist. Sie freut sich natürlich auf ihr Enkelkind. Zudem hat sie auch aus ihrer Vergangenheit ganz schlimme Erfahrungen, denn sie selber hatte das HELLP-Syndrom während der Schwangerschaft und wäre unter der Geburt fast verblutet. Da kann man natürlich die Sorge um die eigene Tochter gut verstehen. Blut hast du abgenommen schon, prima. Dann gehen Sie einmal mit nach vorne. Ja. Dann nehmen wir noch Urin ab und dann würde ich Sie einfach bitten, vorne kurz zu warten. Und dann besprechen wir gleich die Ergebnisse. Wir rufen Sie dann auf, ne? Okay.